Hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und tja, hat nicht lange gedauert, nachdem Österreich ja die Ausnahmen für die Igel-Geschwindigkeitsbegrenzungen für Elektrofahrzeuge eingeführt hat. Hat es natürlich nicht lange gedauert, da hat man also natürlich jetzt mal die Gesetze genau angeguckt und tatsächlich sind die Gesetze so geschrieben, dass also nur österreichische Elektrofahrzeuge von dieser Ausnahme sozusagen ja, profitieren. Und es kam, wie es kommen musste. Es wurde natürlich dagegen geklagt, weil selbstverständlich alle anderen Elektroautofahrer aus anderen Ländern dadurch eben benachteiligt sind. Das heißt also, wenn ich jetzt als deutscher Elektroautofahrer nach Österreich fahren würde, war es bislang so, dass also ich dann das nicht in Anspruch nehmen durfte. Das heißt also, wenn ich dann in so einer Igelzone halt schneller gefahren wäre, weil ja für mich diese Geschwindigkeitsbeschränkung dann nicht gilt, was sowieso nicht der Fall ist, weil ich fahre ja eh nur 100, aber gut, es gibt auch Igelstrecken, wo 80 ist, da würde ich dann natürlich trotzdem mit 100 fahren, dann bekommt man natürlich dann einen, wie heißt es in Österreich, Anonymbescheid oder wie das heißt, keine Ahnung, gibt es irgendwo komische Ausdrucksweise. Also halt eben ein Strafmandat, auf Deutsch gesagt. Und da schaut es jetzt wohl so aus, dass einige Landeshauptmannschaften jetzt sozusagen die Bußgeldstellen beauftragt haben, dass bei ausländischen Fahrzeugen das nicht mehr ausgestellt werden darf, sofern also nicht hundertprozentig bewiesen ist, dass es also ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor ist. Sprich, de facto, auch wenn es jetzt im Gesetz noch nicht niedergeschrieben ist, de facto kann man jetzt also als Deutscher oder als Nicht-Österreicher auch mit einem Elektroauto schneller fahren in den Igelzonen. Ich sage jetzt nochmal den Disclaimer, natürlich habe ich jetzt hier keine Rechtsberatung und es besteht auch kein rechtlicher Anspruch darauf, aus dem, was ich sage. Das muss man halt natürlich in solchen Sachen natürlich dazu sagen. Aber was man eben aus den Medien hört, ist es also so, dass also da Widersprüche möglich sind. Und wer also so ein Mandat bekommt, der kann also auf jeden Fall widersprechen und sagen nein, und wenn er natürlich nachweist, dass sein Fahrzeug Elektroauto ist, und in Österreich ist es also so, es gilt natürlich nur für reine Elektroautos, da sind die Plug-in-Hybride nicht mit drin, weil ja die einen Verbrennungsmotor haben und nicht tatsächlich sichergestellt werden kann, dass der nicht läuft, dann kann ich sozusagen, wenn ich den Nachweis habe, okay, bei der Zoe ist es einfach, bei anderen Modellen muss ich halt einfach einen Fahrzeugschein, eine Kopie hinschicken und dann wird sozusagen die Strafe erlassen. Man hat natürlich ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Bürokratieaufwand dadurch, aber was soll man sagen, dafür hat man es also dann eben frei. Jo. Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich da irgendwann eine Gesetzesänderung geben wird. Ich meine, es ist ja im Endeffekt, müsste ja nur ein Nebensatz mit erwähnt sein, dass also dann drin steht, bei ausländischen Fahrzeugen ist also dann halt der Nachweis zu führen, ob das tatsächlich ein rein batterieelektrisches Fahrzeug ist. Und ich vermute mal, sie werden das also dann so machen. Also ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen. Im Moment ist es ja noch ziemlich überschaubar, welche Fahrzeuge das es gibt. Da kann man also dann schon
teilweise an den Blitzerfotos natürlich dann schon erkennen, was das für ein Auto ist. Und ich könnte mir also da gut vorstellen, dass da die dann schon gewisse Fahrzeuge dann gar nicht erst anschreiben werden, weil, ja, was soll man sagen, das sich dann gar nicht erst lohnt. Ich meine, bei der Zoe zum Beispiel ist es ganz klar, die gibt es nur als Elektroauto. Bei gewissen anderen Fahrzeugen, bei Teslas ist es auch klar, die gibt es nur als Elektroauto. Und von daher werden dann natürlich solche Fahrzeuge wahrscheinlich dann gar nicht erst angeschrieben werden, wo man es also richtig gleich erkennen kann auf den Blitzerfotos. Oder, naja, geblitzt werden sie ja alle, weil die ja dann schneller fahren, aber das muss ja irgendein Ausfallverfahren eben dann kommen. Und was ich also auch schon mitbekommen habe, zumindest über Facebook, ist, dass dieses Blitzer-Aussortieren auch nicht so hundertprozentig funktioniert, selbst bei den Österreichern nicht. Also es gibt tatsächlich auch österreichische Elektroauto-Fahrer, die ein grünes Nummernschild haben und die auch ein Mandat bekommen haben. Also so ganz funktioniert das System sowieso noch nicht. Das automatisierte Ausfiltern. Aber gut, das ist halt so wie überall. Man muss halt dann einfach Widerspruch einlegen und wenn man den dann ordentlich begründen kann, dann wird es auch funktionieren. Ja, das ist so der Zwischenstand der Eagle-Ausnahme für Elektroautos in Österreich. Bin mal gespannt, ob das ausreicht, damit die Klage, die also da eingereicht wurde, ich weiß gar nicht, ich glaube, hat Deutschland geklagt? Ich weiß es gar nicht. Also irgendjemand hat auf Eifel dagegen geklagt. Und möglicherweise ist der Klage damit schon abgeholfen. Aber da wird sicherlich noch eine Gesetzesänderung kommen müssen. Ja, so schaut's aus. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.